Die FDP, die Freie Demokratische Partei Deutschlands, ist in der Hamburger Bürgerschaft mit 9 Sitzen vertreten. Bei der letzten Wahl hatten sie 6,9% der Stimmen. Die liberale Partei hat persönliche Freiheit und individuelle Verantwortung des Einzelnen auf ihre Fahnen geschrieben. Ihre Hauptwähler sind Selbstständige. In unserem dritten Beitrag geht es um die Themen Medienpolitik und Urheberrechte. Diese Problematik geht heutzutage fast jeden etwas an. Das ist Tim. Tim ist Musiker. Er verdient sein Geld mit dem Verkauf von CDs an andere Leute. Und das ist Peter. Peter lädt die Musik von Tim ins Internet hoch. Jetzt können weltweit alle die Musik kostenlos herunterladen. Tim ist traurig. Er verdient nun kein Geld mehr. Das Urheberrecht sollte ihn eigentlich davor schützen. Das Urheberrecht ist 1965 entstanden, als das Internet noch in ferner Zukunft war. Der Bundesverband Musikindustrie schätzt die Zahl der abgeschlossenen Zivilverfahren gegen Internetpiraten auf ca. 13.500 für das Jahr 2008. Wir machen uns nun auf den Weg ins Rathaus und befragen SPD, Grüne und FDP, ob das Urheberrecht an die heutige Zeit angepasst werden muss. Dann denkt man ja ganz viel an den klassischen, an die Musik, an die Literatur und all die Dinge, wofür es ja auch Abgaben im Bereich der GEMA gibt. Und ich glaube, dass man gerade digitale Inhalte, auch dass man da den Urheber besonders schützen muss und dass es auch da in irgendeiner Form zur Vergütung kommen wird. Ja, das Urheberrecht ist in der Tat mit den heutigen technischen Möglichkeiten, die sich ja auch rasant weiterentwickeln, nur noch in Teilen kompatibel. Das kann, glaube ich, so nicht bleiben. Da kann man nicht mit simplen Problemlösungen arbeiten. Da stehen definitiv Änderungen an. Das sieht man einfach, weil das Urheberrecht nicht mehr mit der Realität übereinstimmt. Jeder Urheberrechtsleistung muss auch eine Vergütung folgen. Gleichzeitig muss man sich aber die Frage stellen, in welchem Rahmen will man das durchsetzen? Und da würde ich immer sagen, kleine, bezahlbare, schnelle, flexible Modelle, wo man auch bezahlt, dann würden viele Leute bezahlen. Und wir glauben, Vergütung sollte vor Verfolgung stehen. Am 20.01.2012 wird Kim.com in Neuseeland festgenommen. Sein Portal Mega Upload wird gesperrt. Ihm wird vorgeworfen, wissentlich Urheberrechtsverletzungen in einer Höhe von 500 Millionen US-Dollar mit dem Portal Mega Upload ermöglicht zu haben. Bereits ein Jahr später geht Kims neues Portal Mega online. Ja, Sie sehen ja, genau an dieser Stelle haben wir das Problem, dass die Realität die Gesetzeslage bzw. auch die Wünsche einiger Akteure überholt. Und vor diesem Hintergrund müssten sich eigentlich die Modelle ändern. Ich fürchte mal, dass es immer schwarze Schafe geben wird, die geistiges Eigentum von anderen einfach mal so nehmen und irgendwo anbieten und dann noch Geld dafür kassieren, ohne etwas davon abzuführen an diejenigen, die eigentlich das geistige Eigentum geschaffen haben und es eben auch besitzen. Und deshalb müssen wir Wege und Mittel finden, und zwar sowohl juristische als auch technisch kompatible, um das wieder in Einklang zu bringen. Ja, da gibt es einmal die eine Position von denjenigen, die sagen, also wir müssen jetzt große so Art Firewalls einbauen und sagen, also große Filter. Und ich habe da dann immer so in der Vision China und wir wollen jetzt das Internet total kontrollieren. Und da kann ich für die SPD sagen, dass wir das ausdrücklich nicht wollen. Aber eine gewisse Regulierung und den Urheberrecht zu stärken, ich glaube, da muss man genauer drauf schauen. Und da wird es sicherlich auch technische Möglichkeiten geben, auch besonders den Urheber in Zukunft zu schützen. Viele Jugendliche und auch ihre Eltern sind nicht aufgeklärt darüber, was sie im Internet dürfen und was nicht. Wenn Sie im Internet unterwegs sind, dann sollten Sie schon mal gucken, was geht und was nicht geht. Ja? Und das gilt natürlich auch von Eltern oder gegenüber Eltern, die ihrem Kind einen Computer oder einen Laptop kaufen. Das Internet so als völlig rechtsfreien Raum von jeder macht, was er will, zu definieren, ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Genauso wenig wollen wir aber natürlich einen Überwachungsstaat, der ununterbrochen alles kontrolliert. Wir müssen den vernünftigen Mittelweg finden. Also wir haben als SPD-Fraktion ganz am Anfang der Legislaturperiode einen Antrag gestellt, eine Art Medienführerschein für Schülerinnen und Schüler einzuführen. Und es gibt auch ein neues Rahmenkonzept für Medienkompetenz. In diesem Rahmenkonzept steht ausdrücklich drin, dass wir die Medienkompetenz stärken wollen bei Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, da ist ganz besonders auch Aufklärung gefragt, über die Gefahren des Internets aufzuklären. Die Politiker sind sich einig, dass das Urheberrecht geändert werden muss. Doch ob Tim in Zukunft besser geschützt wird, bleibt noch offen.